Weiter geht's bei Let's Play Diablo. Ja, da fällt mir nebenbei ein, wie ging das hier nochmal? Ist ein wenig suboptimal. Wie ging der nochmal zu skillen? Ach, egal. Was soll's, was soll's. Dann machen wir das eben beim nächsten Mal, bei der nächsten Aufnahme. So wichtig ist das ja jetzt, glaube ich, auch nicht. Bis zum nächsten Level-Up dauert es ohnehin noch eine ganze Ecke. Von daher passt das ja alles, denke ich mal. Wir waren, keine Ahnung wo, Anvil of Fury. Greetings! It's always a pleasure to see one of my best customers. I know that you've been venturing deeper into the labyrinth. And there's a story I was told that you may find worth the time to listen to. One of the men who returned from the labyrinth told me about a mystic anvil that he came across during his escape. His description reminded me of legends I had heard in my youth about the burning Hellforge, where powerful weapons of magic are crafted. The legend had it that deep within the Hellforge rested the Anvil of Fury. This anvil contained within it the very essence of the demonic underworld. It is said that any weapon crafted upon the burning anvil is imbued with great power. If this anvil is indeed the Anvil of Fury, I may be able to make you a weapon capable of defeating even the darkest lord of hell. Find the anvil for me, and I'll get to work. Okay, ich war jetzt kurz ein wenig abgelenkt, weil mir von unten wieder was hochgebrüllt wurde. Ich hab. Holla, die Waldfee geht da unten wieder ab. Ich hab wieder kein Meter was davon mitbekommen, aber ich glaube, das sollte sich dann auch gleich erledigt haben, wenn ich mir das so eventuell nochmal kurz im Internet angucke. Aber ich werde deshalb jetzt nochmal kurz einen Cut machen, weil ich bin. Ne? Also, bis gleich und so. Bis gleich. Bis gleich. Also, soweit es die Ablenkung durch mein überaus leises CD-Laufwerk eben zuließ, habe ich mir das nochmal kurz durchgelesen und ich Depp habe wieder vergessen nachzugucken, was mit dem Skillen ist. Egal. Ja, dann verhält es sich nun nämlich so. Denn es begab sich zu der Zeit, dass wir runter in die Höhlen müssen. Oh, das macht er von alleine. Ist ja auch lustig. Cool. Ja, und jetzt ist er natürlich wieder ruhig. Na ja, klar. Okay, wie gesagt, wir müssen hier runter. Und müssen runter zu Level 10. Jetzt fragt mich aber bitte nicht, wo es runter zu Level 10 geht. Ah, da hinten glaube ich. Ups, das war die falsche Ecke. Dann hat das mit dem Anvil of Fury nämlich so etwas auf sich, dass es dort wohl ein merkwürdiges Vieh geben soll, das dieses komische Artefakt beschützen soll, was auch immer jetzt dieses Anvil of Fury genau ist. Aber wir safen nochmal kurz. Denn ich habe nicht ansatzweise irgendwie Lust, jetzt sofort direkt wieder drauf zu gehen, dadurch, dass ich mein Glück kenne in diesem Spiel. Mama mia, ist das hier dunkel. Okay, dann würde ich sagen, schalten wir erst nochmal um auf unsere normalen Skills. Und schnappen uns den Stab wieder, der ja an sich eigentlich so. Mit was machen wir jetzt eigentlich mehr Schaden? Aber mit dem treffen wir besser. Ja gut, dann würde ich sagen, behalten wir das Schwert mal im Inventar und kloppen uns jetzt wieder mit unserem Stab durch die Gegend. Das ist ja an sich so jetzt kein Thema mehr. Es sei denn. Ah! Mama mia, was seid ihr denn für Viecher? Ja. Okay. Okay, also funktioniert das so. Das ist ja interessant. Das sind nur echt verdammt viele.
Das sind für meinen Geschmack sogar ein paar zu viele. Okay, Leute, das müssen wir laden. Also das war jetzt echt ein Blindflug ins... Naja. Ich habe mir das ein wenig anders vorgestellt. So. Dann werden wir da unten auf jeden Fall schon mal nicht hingehen. Wieso rüstet er eigentlich automatisch den Spell aus? Das soll der doch gar nicht. Okay, dann safen wir nochmal hier und rennen jetzt mal hier lang. In der Hoffnung, dass wir nicht direkt stiften gehen. Da ist doch schon irgendwas anderes. Ups, das war vorbei. Das ist auch ein Treffer. Ah, genau, und dann könnte das sogar sein, dass das ein... Ups. Ach, euch gibt's hier auch wieder, ja, das ist ja wunderbar. Euch hatte ich eigentlich hier nicht gewollt. Okay. Dann ein letztes Mal Load Game. Wir bleiben dabei. Gut, das brauchen wir nicht. Der Spell ist ausgerüstet, okay. Ups, da war da aber eben ein Leck auf einmal. In Ordnung, dann werden wir uns jetzt mal hiermit durchschlagen. Ach so, das funktioniert ja bei dir nicht, aber bei dir. So, und dann werde ich dich... Ay caramba, Leute, was ist denn hier los? Das ist aber alles andere als nett. Das sind definitiv zu viele, die hier unterwegs sind. Okay, hoffentlich funktioniert das jetzt so. Den netten Kollegen, den haben wir ja da hinten festgeklemmt. An dem komischen Schälchen. So, und dann können wir den... No resistances and some immunities. Das heißt, wir müssen ihn jetzt theoretisch... Oh, nein, so theoretisch geht das wohl doch nicht. Wow. Okay, dann müssen wir den mal kurz ein wenig auf uns eindreschen lassen. Irgendwie funktioniert das nicht so. Das funktioniert. Das hat geklappt. Das ist toll. Das hat geklappt. Ich will hoch. Okay. Wir sind vollständig out of mana und haben zum Glück eine Schriftrolle des Stadtportals. Ja, die werden wir jetzt auch mal schnell verwenden. Weil den ganzen Weg zu rennen habe ich jetzt auch keine Lust. Mama mia. Also die Kollegen, die haben sie ja jetzt echt drauf abgesehen. Super. Ist ja echt eine tolle Angelegenheit. Also unser Magier wird zum Nahkämpfer ausgebildet. Können wir nicht nochmal irgendwie die Skills zurücksetzen oder so? Ja, ja. Du mich auch. Wir brauchen erstmal eine Menge Potions of Mana. Ich meine wirklich eine Menge Potions of Mana. Denn die netten Herren da unten, die haben es ja echt extrem auf uns abgesehen. Sell? Ne, können wir eigentlich nichts sellen. In Ordnung. Dann den da. Na, bist du da und da. Dann trinken wir die zwei schnell. Dann nochmal zu unserem guten Freund Pippin, dem Heiler. Ja, ist ein bisschen schade, dass hier eigentlich nur vier, dass da nur 8 Tränke reinpassen. Theoretisch sollte ich es gewohnt sein aus Diablo 2. Weil da hatte ich ja auch nur 8 Tränke zur Verfügung, aber irgendwie habe ich das da eher überlebt. Also da bin ich weitaus weniger gestorben als hier. Keine Ahnung, was ich da so viel anders gemacht habe. Danke fürs Healing. Die Sachen sind ausgerüstet, wir haben eine Menge Gold gelassen. Ich traue mich eigentlich schon gar nicht mehr wieder da runter zu gehen. Nun denn, einmal hier speichern, nur falls die Festplatte abschmieren sollte. Und dann lieber nochmal hier speichern. Dann, oh Gott, hoffentlich packe ich das schnell genug. So, okay.
Ist geschafft. So, damit dürfte ich dem Vieh doch ein bisschen mehr Schaden anrichten. Dann trinken wir das mal kurz. Speichern. Glück gehabt. Okay, dann... Inferno macht auf jeden Fall ein Stückchen mehr Schaden. Und wenn wir Inferno auch mal benutzen... Rope. Gut, Inferno hat natürlich die andere Seite als Nachteil, dass wir... näher an den Leuten dran stehen müssen. Ein Tower Shield. Aha. Ist natürlich die andere... Ah ja, gegen die Leute kommen wir sowieso nicht damit an. Okay. Das sind wieder viel zu viele Bloodstones. Naja, das geht ja zum Glück alles aufs Mana. Von daher könnten wir hier wieder relativ gute Chancen haben. Na komm, hau drauf, mein Lieber. Ja, und das mit dem stimmungsvollen Geheimniskrämerei hier und so mystisches Gelaber, ich glaube, das habe ich irgendwie auch nicht so wirklich drauf. Dafür fehle ich einfach viel zu oft. Okay, da lag doch noch irgendwo etwas. Da leuchtet es noch, weil ich den Kerl da umgehauen habe. Das ist schön. Und theoretisch gesehen könnten wir eigentlich schon wieder nach oben gehen, weil wir einfach voll bis unter den Rand sind. Ja, die Robe, die können wir auch entsprechend in den Harz kicken. Die braucht kein Mensch. Und Tower. Na gut, aber das können wir von der Stärke her einfach nicht benutzen. Ja, wie gesagt, da ist natürlich jetzt echt die Frage, ob wir den nicht vielleicht auf Nahkampf skillen sollen. Denn wir haben einfach den absoluten Vorteil durch dieses nette Gerät da oben, also durch den Magic Shield Spell, dass wir so viel Schaden abhalten. Aber gut, ich glaube, ich werde mal 1 auf Stärke geben, 2 auf Magic. Und 1 auf Vitality. Ich weiß es echt nicht mehr, Leute. Weil so viel Leben brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Also das kann ich eigentlich sofort alles in Magie reinbuttern. Weil das bisschen Leben, das langt eigentlich. Weil, naja, wir haben ja, wie gesagt, diesen netten... Also jetzt nicht den da, sondern den da oben, den Spare. Der uns ja zu 70% der Zeit voll den Hintern rettet. Naja, natürlich nicht, wenn die Viecher ankommen. Autsch! Alter Vate! Das ist ja ein nettes Gerät. Hui, Inferno macht ja richtig viel Schaden. Gefällt mir. Death of Stone Curse. Halleluja. Halleluja. Das ist sehr gut. Somit habe ich mir den Stone Curse Zauber auch direkt gespart. Ich hoffe nur, dass das Ganze dann gut gehen wird. Ja. Träum weiter. Bogenschützen. Okay, dann eben Plan B. So, dann hauen wir euch wieder zu Moons. Also so langsam ist echt ätzend mit dem ständigen Wechsel von Zaubern und Nahkampfangriffen. Vor allem, wenn der Kerl einfach tierisch auf die Schnauze bekommt und nicht einmal trifft. Die haben 27 bis 37 Hitpoints. Okay, eigentlich sollten die dann... Oh, da war doch noch was. Ja, ich hab dich gesehen, du Drecksbiest. Hehe, träum weiter. Mich kriegst du so nicht. Ja, das ist natürlich jetzt auch nicht mehr so toll. Dann werden wir hierauf umsteigen. Macht zwar weniger Schaden. Aber wir scheinen wohl öfter mit dem kritischen Treffer behaftet zu sein, was das betrifft. Das waren jetzt 3 kritische Treffer. Und den Bogen können wir schon gar nicht... Oh, okay. Merke, die Säure auf dem Boden von den Viechern ist nicht nett. Ich fühle mich jetzt einfach mal hier an dieser Stelle sicher und bewege meinen Hintern nach oben. In der Hoffnung, dass wir es überleben. Also auch wieder zurückzukommen, überleben. Gut.
dann erstmal zum lieben Deckard Cain rennen. Ja, das ist echt schade, dass wir das Schild nicht benutzen können. Ja, häng dich doch bitte auf. Okay, und das da? Gut, dann haben wir die Sachen identifiziert und können wir uns einfach, ganz gemütlich, wie wir es gewohnt sind, 18 zu Magic, ach, das braucht doch kein Mensch. Langbogen auch nicht. Armor 12, boah, wäre nicht schlecht gewesen, sagen wir es mal so. Oh. Oh. Adieu, liebes Geld. Wir hatten ja mal so viel davon. Wieso habe ich dieses Teil jetzt eigentlich repariert? Das ist ja auch sehr sinnig gewesen. Na gut, aber wir werden den auf jeden Fall erstmal hier hinwerfen. Das hat nämlich dann... Naja, ihr kennt das ja von den Tränken her. Die hauen ja nicht ab. Die bleiben ja da, wo sie sind. Zum Glück. Dann sollte die Sache weitestgehend auch so funktionieren. Was mache ich denn jetzt noch? Achso, genau. Ja, wäre nicht schlecht, wenn wir uns noch ein paar Tränke einsacken. 11 zur Stärke haben wir durch das Ding. Ja gut, das brauchen wir natürlich auch. Zumindest bis wir wieder bei den Viechern sind, die ein wenig anfälliger gegen Magie sind. Das dürfte ich, wenn ich richtig mitgezählt habe. Ja, dürfte genau zu viel gewesen sein, nicht Vollpfosten. Ja gut, was soll's. Schaden kann es ja in diesem Sinne so gesehen nicht. Und ich sollte mir mal angewöhnen, nicht immer die Schriftrollen des Stadtportals zu verwenden. Wobei, ich glaube, die geben sich gar nicht so viel. Ob wir jetzt einen Trank kaufen und 50 Gold ausgeben und die Schriftrolle oder die Schriftrolle verwenden und 50 Gold bekommen. Ich glaube, das gibt sich in dem Fall nicht viel. Das war F5, genau. So, das da direkt hoch und das da, jawohl. Und dann finden wir hier hinten nichts mehr. Tolle Möhre. So, und hier ist auch nichts mehr. Und hier sind... Hallöchen! Euch kann ich aber nicht ab. Oh, das habe ich vergessen. Das wäre fast in die Hose gegangen. Mann, oh Mann, machen die viel Schaden. Ja, okay, man sollte vielleicht auch irgendwas anderes treffen als die Wand. Okay. So, getroffen habe ich das. Dann gibt es hier einen Haufen Bogenschützen. Ach, das sind die netten Viecher. Ach, Söhle. Na gut, dann eben auf die andere Tour. Ja. Ja, so natürlich nicht, wenn ich die Tränke erstmal wegwerfe. Wo der andere Trank in ist, weiß ich jetzt nicht. Dann schießen wir einfach mal in die Richtung, wo die Pfeile herkommen. Vielleicht treffe ich ja irgendwas. Wow, das war ja doch nicht so übel. Na komm, fall um. So ist fein. Prost. Da schießt doch noch einer. Ja, da schießen ja noch mehr. Ne, das ist nur noch einer. Aber der da will auch. Der will auch hier. Tierisch, aber tierisch hier. Komm mal her. Ja, ja, träum weiter. Du und deine Säure. Du kannst mich mal aber ganz gediegen da, wo die Sonne nicht hinscheint. So, und dann haben wir noch ein kleines Messerchen bekommen. Kann der eigentlich... Nein, schade, geht nicht. Also, die Leute hier unten kennen noch keinen Zwei-Waffen-Kampf. Schade eigentlich. Was können wir denn jetzt noch hier tun? Du bist ein tobender Dämon, wenn ich das richtig verstanden habe. Was ist denn Toad? Also, ich kenne Toad nur von Dingens, von Super Mario. Dieser komische kleine... Pilzkönig da. Also der gute Pilzkönig, nicht die bösen Gumbas. Ne, und so. Na gut, wie dem auch sei, dann würde ich jetzt glatt mal sagen, bevor ich nachher wieder gar keine Zeit mehr heute habe, wieso bekommt die schon... Wow, die bekommen echt viel Schaden momentan ab. Zwei... Und wir haben die Sachen eben erst repariert. Also das ist schon übel.
Na gut, ich langweile euch mal nicht weiter mit diesem Spiel. Hahaha, ihr würdet es ja nicht gucken, wenn ihr es nicht einigermaßen brauchbar finden würdet. Aber dennoch möchte ich euch jetzt mal sagen, wir speichern an dieser Stelle und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Aufnahme wieder. Und bis dahin, tschüssi.